Ja, moin, moin, liebe Freunde der gepflegten Modelleisenbahn. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung hier auf MMC MOBA TV. Wie ihr seht, ich befinde mich mal wieder vorne bei uns im ehemaligen Laden bzw. jetzt Lager bei der Anlage Falkenstein. Die wollen wir heute nutzen, wenn wir sie schon haben, weil heute möchte ich euch ja das ein oder andere präsentieren. Wie vielleicht im Teaser oder im Thumbnail angekündigt, geht es heute unter anderem um wirklich schöne AC-Soundlocks, nicht nur von der Firma MacLean, sondern auch von unseren österreichischen Nachbarn der Firma Rocco. Wieder tolle Soundlocks dabei, inklusive Pufferspeicher, so wie wir das von den Jungs aus Austria gewohnt sind. Dann habe ich noch was, einen Nachtrag, wichtigen Nachtrag zur Geschichte Lilliput-Triebwagen. Mit den Artikelnummern 133, 155 und 133, 157. Dazu später mehr. Ja, und dann gibt es noch ein Highlight. Eine Neuheit, zumindest bei MMC, ein eigenes Produkt wieder aus unserer 3D-Manufaktur sozusagen. Aber dazu später mehr nach dem Intro. So, ihr Lieben, dann soll es losgehen. Womit fange ich denn an? Ja, so ganz genau weiß ich das noch nicht. Ich bin ein bisschen konzeptlos, weil Sorana und ich, wir sind ein bisschen im Stress. Sonntag, eigentlich soll das ja heute 15 Uhr, das werden wir definitiv wahrscheinlich nicht schaffen. Es wird dann wohl eher 16, 17 Uhr, weil jetzt ist es mittlerweile schon, ich glaube, 13 Uhr. Oder wie spät haben wir es, Baby? Ja, sie guckt mal schnell auf dem Handy. 12. Also, das muss ja alles noch gedreht, geschnitten werden und dann muss ich auch noch bei YouTube hochladen und sonntags ist da mal besonders viel los. Also, ich hoffe, wir sehen uns natürlich zur MMC-Zeit. Tea Time, Sonntag, 15, 16 Uhr. Also, womit fangen wir an? Ich glaube, wir fangen mal mit der kleinen Erfolgsgeschichte an, nämlich mit den Lilliput-Triebwagen. Die sind ja sensationell. Als ich euch das Video präsentiert habe, hatte ich von jedem 2 Stück. Mittlerweile sind wir bei 90 Bestellungen. Und 85% davon haben wir sogar mittlerweile ausgeliefert. Also es sind schon immer fleißig Triebwagen von Lilliput bei uns eingetroffen. Die letzte Fuhre ist jetzt auf dem Weg zu uns. Das heißt, nächste Woche kriegen dann auch die restlichen ihre Triebwagen, sofern da nicht Artikel bei sind, das haben wir auch festgestellt, die sie mitbestellt haben. Das ist dann natürlich der Nachteil bei so einer Aktion. Wenn ihr nur den reinen Artikel aus so einer Aktion bestellt, geht das natürlich relativ entspannt, weil trifft der einen, können wir das Paket rausschicken. Der ein oder andere von euch hat aber, wir freuen uns natürlich auch darüber, das ein oder andere dazu bestellt. Und der ein oder anderen Artikel natürlich dazu bestellt, der nicht am Lager war. Auf da warten wir natürlich jetzt auf den Eingang und dann geht es raus. Aber wie gesagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Triebwagen haben wir tatsächlich noch genug bekommen. Ja, sorry, das war jetzt für euch ein kleiner Schnitt, weil ich war abgelenkt, weil unsere eine Actioncam sich nach einer gewissen Zeit, wenn wir sie nicht benutzen, automatisch ausschaltet und davor dann piept. Und das hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Also, was wollte ich euch zu sagen zu den Triebwagen? Und zwar eine wichtige Sache. Lilliput hat ja auch so eine Art Flüsterschleifer, ähnlich wie Barocco, bloß dass Barocco ja zusätzlich noch Kunststoffhalterungen drumherum sind. Bei Lilliput sind diese Schleifer wirklich sehr, sehr fein und dünn. Deswegen machen sie auch keine Geräusche. Das ist der Vorteil. Es kann aber dazu kommen, dass dieser Schleifer, weil er eben so weich ist, bei der einen oder anderen Bogenweiche hier bei uns auf Falkenstein und dann eventuell auch bei euch, nicht bei jedem Modell, aber bei dem einen oder anderen. Wir hatten das bei einem Modell hier, als Markus und ich das getestet haben. Und dann habe ich einfach unseren Poco-Isolator da natürlich reingedrückt. Und das habe ich vergessen, euch zu zeigen. Und dann bemühen wir mal unser Kamerakind und dann oder ich blende euch das jetzt parallel dazu ein. So, das wollte ich euch einmal gezeigt haben, beziehungsweise ich blende euch das sonst parallel zu meinem Geschnacke jetzt ein, dass wir euch einmal zeigen. Und die erste Bogenweiche da vorne, die hatte nämlich Probleme gemacht, aber auch nur aus einer Richtung. Und in dem Moment, als ich den Poco-Isolator eingesetzt habe, war das behoben.
Und das war natürlich für Markus und mich auch ein idealer und wunderschöner Beweis dafür, wie sinnvoll und wie wichtig diese Puco-Isolatoren sind. Ich habe hier noch gar nicht überall welche reingedrückt, aber das wollte ich euch nur sagen. Deswegen denkt bitte selber auch dran, setzt die ein, gerade bei den Bogenweichen und auch weil wir dann in der Steigung sind und mit Fremdfabrikaten kann das immer mal sein, weil die Achsabstände ja auch anders sind, dass es dann zu diesen Kurzschlüssen kommt, weil die Achsen eventuell gegen die Pukos machen oder so ein Schleifer eben halt Probleme macht. Also das dann dazu, dann habe ich dieses wichtige Thema bzw. diesen Nachtrag zu den Lilliput-Triebwagen auch erledigt. Dann wollen wir einsteigen in Thema Nummer 2, besondere Rocco bzw. Loks für uns Puko-Küsser, für die Märklinisten. Und ihr seht vielleicht, und jetzt kann unser Kamerakind mal die Kamera anschmeißen. Und wenn sie jetzt nochmal drauf drückt, dann nimmt er auf. So, und dann zeige ich euch jetzt mal hier. Wir starten mal mit der Rocco Baureihe 218. Mit der modernen Ausführung. Und jetzt habe ich natürlich meinen Zettel vergessen. Ja, so ist das, wenn man den Zettel vergessen hat. Also, das ist die Baureihe 218, die Sorana für euch gerade so ein bisschen einfängt. Und Artikel Nummer 73, hier haben wir schon diese neuen Langrocko-Nummern, 73-20053. Zur Not blende ich euch das aber auch ein. Und die 218, ja, ich weiß, dass ja jetzt eine Menge Epoche 5 und 6 Fahrer mittlerweile bei euch unterwegs sind. Die wollen wir gleich mal testen, natürlich auch mit Soundtest, mit allem drum und dran. Und ihr seht dahinter auch einen Güterzug. Und bei dem Güterzug geht es nachher auch nachher um unsere Neuheiten. Und dann seht ihr, Kamerakind hier bitte, dann seht ihr, was wir noch auf der Anlage haben, eine echt urige Diesellok aus der CSD. Auch da will ich kenne den Sound selber auch noch nicht, da will ich mit euch heute mal einen Soundtest machen, weil ich möchte schon wissen, wie die klingt. Hier hinten, da habt ihr eine Baureihe 221, nicht Rocco, sondern Märklin. Da haben wir nämlich noch die letzten Exemplare jetzt auch noch aus unserem Hamburg-Store bekommen. Das war ja eine einmalige MAI-Serie. Ich liebe ja Ozean Blau-Beige. Ja, die wollen wir uns natürlich auch noch machen. Die kann auch den Zug schön ziehen. Und jetzt muss das Kamerakind mal ganz auf die andere Seite. Und ich mache das mal von hier. Und dann haben wir vorne die allererste Stahl-E-Lok, die rote. Nein, links, genau. So. Die wollen wir uns anhören. Dahinter steht eine Budamar. Jetzt muss ich mal gucken, was ist denn das überhaupt für eine Baureihe? Die Budamar ist eine Baureihe 383 und die Stahl ist eine Baureihe 185. Und daneben haben wir noch einen Taurus von der DPB, so heißt es richtig, Baureihe 1216. Auch da will ich mal gucken, ob wir schön die Tonleiter vom Taurus natürlich hochzwiebeln können. Und ganz last but not least haben wir auch noch eine Neuheit 24, wenn ich mich nicht irre, und zwar eine wunderschöne Baureihe 112 der Deutschen Reichsbahn. Auch hier will ich unbedingt den Sound wissen und ich will das Ganze hier mal auf Falkenstein testen, was die für eine Zugkraft hat. Da wollen wir nachher auch mal den Zug dranhängen und dann sehen wir, wie das Ganze passiert bei 3 bzw. 4%. Okay, das soll es dann an dieser Stelle erstmal gewesen sein. So. Nü geilert los. Wir wollen also starten, wie angekündigt, mit der Baureihe 218 mit, von der Firma Rocco. Natürlich mit Pufferspeicher und jetzt muss ich mal gucken, Lokführer haben wir auch. So, und dann versuche ich euch mal parallel von Sorana die eingefangenen Bilder eventuell sonst zur Lok dazu zu zeigen. Dann hört ihr nur mein Gesabbel. Und jetzt kommt eine Premiere. Jetzt wollen wir den Sound starten. Und da ich auf dieser Seite der Anlage stehe und die Centre Station aber da vorne ist, muss Sorana das jetzt auch noch machen. Und jetzt muss sie Kamera machen und gleichzeitig mal den Sound starten. Und starten wir den Sound jetzt. Ja. Das nenne ich mal einen wunderschönen 218-Sound. Schöner Startprozess. Das sieht schon mal wirklich gut aus. Und dann würde ich sagen, dann wollen wir natürlich auch mal starten. Sorana geht mal so ein bisschen weiter nach links. Und ich mach mal.
Ja, ich habe zwar schon gereinigt, aber wir wollen sie ja zumindest einmal um die Anlage schicken. So, jetzt kommt sie hier hinten hoch. Bei mir kommt sie jetzt raus. Ja, sehr schön. So, jetzt unsere Figelinsche Kurvendisziplin. Okay, ihr Lieben, kommen wir zu Kandidaten Nummer 2. Da war ich ja sehr gespannt drauf, weil ich persönlich den Sound von dieser Lok natürlich noch nicht kenne. Und das machen wir das Ganze mal. Jetzt muss ich aufpassen, Kamerakind ist schon Standby und wir starten mal die Dieselmaschine. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Achtung! Ah, ist das nicht cool? Und jetzt hören wir, wie sie richtig schön, wie so ein Trecker. So, und dann starte ich mal. Und jetzt wollen wir mal gucken. Ich gebe mal hier mit dem Finger, ziehe ich mal schon auf ein bisschen Tempo. Weil die hat eine ganz tolle Anfahr- und Bremsverzögerung. Wow, habt ihr gehört, immer wenn ihr höher schaltet, wie der Diesel denn nochmal dazukommt? Sensationell. Jetzt lassen wir sie einmal schön durch den Schattenmanöver fahren. Jetzt kommt sie hier bei mir schon wieder raus. Ah, das müsste ich auch mal aufnehmen hier. Ah, jetzt kann Sorana sie gleich da vorne schön einfangen. Und dann wollen wir mal gucken, wie das Bremsenquietschen ist. Oh, das ist ja genial. Also ehrlich, Freunde, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Ja, das ist das Schöne, wenn das kein Einheitsbrei-Sound ist. Ne? Also, ja, dieses Runterdrehen, Abbremsen, ganz zum Schluss das schöne Bremsenquietschen. Und jetzt, weil es so geil war, nochmal. Ich starte nochmal und Sorana bleibt mit der Kamera schön drauf, damit wir das nochmal hören, wenn er hochriegelt. Weil das finde ich echt genial bei dem Sound. Achtung, ich starte und dann höre ich auch auf zu sappeln. Und dann verfolgen. Und jetzt hier, bleib mal ruhig so aus der Entfernung. Also, Leute, ganz ehrlich, das ist doch genial. Ich
Ich fahre noch mal ein kleines Stück zurück. Also die macht richtig Laune. Ich mache jetzt mal den Sound aus, damit wir auch das Runterfahren hören. Cool. Natürlich hat sie mehr Sounds. Aber ich will die jetzt nicht alle durchsteppen. Weil zur Not blende ich euch das ein. Ich finde immer ganz entscheidend ist natürlich der Fahrsound. Und ja, ich bin immer noch ganz begeistert. Und dann würde ich sagen, bereiten wir Kandidaten 3 vor. Freunde, Kandidat 3. Was soll ich sagen? Ich finde, wir bleiben bei der Dieseltraktion erstmal treu und arbeiten uns wirklich von den Dieselloks zu den Elektroloks. Was haben wir denn hier? Also hier haben wir natürlich jetzt eine Baureihe 112. Also das ist so das Pendant zur V100 bei der Deutschen Bundesbahn, hier von der Deutschen Reichsbahn. Eine Neuauflage, die gab es natürlich schon von Rocco. Auch hier jetzt natürlich mit Pufferspeicher, mit tollem neuen Sound. So wurde es zumindest angekündigt und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Ganze dann anhört. Schalten wir also um auf die andere Kamera und ich starte mal den Sound, während Sorana die Detailkamera hält. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier? Ja, wieder ein ganz anderes Geräusch, aber so soll es ja auch sein. Gucken. Und ich würde sagen, starten wir mal. So, dann wollen wir hier auch das Bremsenquietschen testen. Das heißt, ich lasse sie gleich anhalten. Oh, perfekt. Dann machen wir auch gleich die Maschine aus. Sehr gut. Weiter geht's, Kandidat Nummer 4. Diesmal aus dem Hause Göppingen, also 7 rote Buchstaben. Und auch hier würde ich sagen, ich wechsle die Position. Sorana kommt mit der Detailkamera ran, wollen wir mal den Sound hören. Ich weiß, das ist ein bisschen gemein, weil wir haben jetzt wirklich ausgeklügelten und sehr differenzierten Dieselsound gehört. Aber dafür haben wir hier eben 7 rote Buchstaben und wir haben ein Metallgehäuse. Wir haben eine schwere Baureihe 221, MAI, Einmalauflage, Artikel Nummer 37824, die habe ich mittlerweile im Kopf. Und die wollen wir uns natürlich auch nochmal schön auf Falkenstein anschauen. Und auch hier starten wir den Sound. Ja, schön kräftig. Und dann starten wir mal hier.
Ja, also, das ist Werkseinstellung. Hier müsste man natürlich, wenn wir auch das langsame Anhalten haben wollen, müssten wir natürlich an der Anfahr- und Bremsverzögerung noch ein bisschen was ändern. Aber für die PC-Bahner, ihr wisst, ich hatte schon mal den Hinweis, denkt dran, da möglichst die Werte Anfahr- und Bremsverzögerung auf 0 bzw. 1. Aber dann fahre ich noch mal ein Stück vor, weil der Sound ist schon schön und kräftig. Und wir können natürlich auch ganz langsam fahren. Und diese Lok hat sogar einen Lokführer. Ja, ja, ja. Ist ja auch ein MAI-Modell. Da werden dann auf solche Kleinigkeiten dann geachtet. Ob Sorana das einfangen kann, weiß ich nicht. Irgendwann wird es unscharf, wenn du zu dicht kommst. Naja, gut. Ich mache die Maschine aus. Zack. Und das war's auch schon. Dann sehen wir uns mit, das war Kandidat 4, also weiter zu Kandidat Nummer 5. So, Kandidat Nummer 5. Nummer 5, ich muss auf meinen Spickzettel gucken, Artikelnummer Rocco 78333, Schnappzahl hin. E-Lok, Baureihe 185, Stahl auf Stahl. Sensationelle Lackierung, sieht natürlich schon, ja, hat was. Sieht so ein bisschen Heavy Metal aus, so mit dem Feuer und so. Also gut gemacht. Aber Geschmackssache natürlich, gefällt vielleicht nicht jedem. Aber auch wir wollen sie natürlich einmal testen. Ich will auch hier den Sound hören. Natürlich ist ein E-Lok-Sound nicht ganz so prickelnd vielleicht wie ein Diesel-Lok-Sound, geschweige denn vom Dampflok-Sound. Aber auch die wollen wir einmal testen. Ich möchte die Fahreigenschaften und Falkenstein bietet sich ja an, um Loks wirklich zu testen, wie wir das auch eben gerade gesehen haben. Bisher hatte keine der Loks auch nur ansatzweise Probleme, diesen Güterzug jetzt hier rauf und runter zu fahren. Und das eben trotz 4% Steigung, wie gesagt, und enge Radien, Radius 1, Radius 2. Aber lange genug geschnackt. Gentlemen, start your engines. Wir wollen den Sound hören. Ich komme wieder rum. Sorana schaltet die Detailkamera ein und dann geht es los. Starten wir also mit dem Sound. Leute, ich nehme alles zurück, von wegen E-Lok ist nicht interessant. Ich würde ja am liebsten, ihr könnt es ja auf dem Film nachher, könnt ihr das ja zurückspulen. Aber was ist denn das bitte für ein Hochfahrtprozess? Ist ja sensationell. Ich bin echt begeistert. Sorana guckte auch ganz irritiert und wusste gar nicht, wie lange soll denn das noch gehen. Aber dann wollen wir jetzt auch gucken, wie fährt sie denn. Ich starte mal und regel mal ein bisschen hoch. Also, solange das Anfahren ist, so schnell geht es mit dem Ausschalten. Das war jetzt also Kandidat
Nummer 5. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin echt begeistert. Also vielleicht machen wir damit nachher nochmal einen Test oder so. Also dieses Hochfahren, das war ja sensationell. Okay, auf zu Kandidat Nummer 6. Ja, also nach dieser ganz besonderen Lok, also die hat es mir ja echt angetan, Stahl auf Stahl. Ich fand das Design, fand ich ja schon toll, aber der Anmeldeprozess, vielleicht zeige ich euch das ganz zum Schluss oder vielleicht machen wir das als Abspann nochmal, weil das ist ja sensationell. Da lasse ich mir noch was einfallen, versprochen. Kommen wir also zu Kandidat Nummer, das war jetzt 1, 2, 6. Kommen wir zu Kandidat Nummer 6, Budamar. Das ist eine Baureihe, ja, 383. Warum das da so ist, ob das jetzt mit Österreich oder sonstigen zu tun hat, kann ich euch gar nicht sagen. Aber ich würde ja sagen, ist auf jeden Fall aus der Familie der Vectrons. Hochinteressantes Design, sieht wirklich schick aus, blende ich euch sonst zur Not ein. Aber Sorana kommt ja auch gleich noch mit der Detailkamera. Wir haben übrigens einen extrem tollen Dachgarten, den muss Sorana gleich auch noch mal schön aufnehmen. Selbstverständlich 4 Stromabnehmer, mehr Systemlok. Und mit den Ätzteilen so wirklich toll gemacht. Und ich kenne den Sound auch noch nicht, also lasst euch überraschen. Lange genug geschnackt, Kopf im Nacken. Fangen wir an. Rubbel die Zupp, rennen den Kopf. Ich starte, wir wechseln die Kameraperspektive und ich mache den Sound an. Gut, dann starten wir jetzt mal den Sound von der Budamar, von der Baureihe 303. Mal gucken, was da passiert. Leute, ich finde das ja total faszinierend, was das hier für tolle Sounds, Barocco, bei diesem Anschmeißen der Elektrolokomotiven. Also, ich muss zu meiner Schande gestehen, mir war das gar nicht klar, dass das da so interessante Sequenzen gibt. Also, dann wollen wir mal sehen, wie sie sich verhält, wenn wir sie starten. Wir wollen auch mal die andere Richtung testen, weil immer nur in eine Richtung ist auch ein bisschen langweilig und so wollten wir auch mal die Kameraperspektive für Sorana wechseln, damit sie mal den Zug auch rauskommen vorne aus der Paradestrecke aufnehmen kann. Ich starte wieder und dann wollen wir mal sehen. Oh, hat die einen langen Bremsweg. So, und jetzt zum Abschluss haben wir natürlich noch, und jetzt muss ich mal gucken, ach, jetzt habe ich das wieder nicht vorbereitet. Also, ich hatte ja gesagt, wir haben etwas Neues in Anlehnung. Ich muss fairerweise dazu sagen, die Grundidee stammt natürlich mal wieder von meinem guten Freund André Bregenzer aus der Schweiz, der mir sagte, Mensch, Sie haben sich was einfallen lassen, weil Sie hatten Beschwerden von Kunden. Ah, ich bekomme da gerade was gereicht.
Und zwar gerade bei den Güterzügen, die ihr oft, sehr oft in der festen Reihenfolge habt. Das heißt, da wird nicht viel an- und abgekuppelt. Und es geht auch nur um die Leute von euch, die wirklich mit festen Zuggarnituren fahren, die wenig ihre, gerade bei den Güterzügen, die Komposition umstellen, wo man einfach nur sichere, lange Züge fahren lassen will. Ja, und sichere, lange Züge fahren, auch wenn die mal aus dem Schattenbahnhof raus sollen oder in eine andere Richtung geschoben. Und wir wollen diese Güterwagen schieben, Gleiswendel oder Rampen, wie hier mit 3 oder 4%. Und wir haben unterschiedliches Rollmaterial, so wie hier nämlich, weil hier vorne, das war ja Kies McLean. Hier haben wir auch McLean, aber schon mit der anderen Pufferhöhe. Das sind noch die alten. Und hier hinten die DRL, und da gehen wir gleich mal, wenn Sorana soweit ist, dann kann sie das mal einfangen. Dann kann sie nämlich hier mal raufleuchten. Und dass wir hier mal die unterschiedlichen Pufferhöhen sehen, da könnt ihr das nämlich genau sehen. Also Rocco DRL-Wagen, da seht ihr, ne, Pufferhöhen anders. Was passiert also, wenn wir hier mit jetzt schieben und in die Kurven gehen? Genau, Puffer verhaken sich oder können sich verhaken, weil die Höhen unterschiedlich sind. Und wenn wir dann noch gefährliche S-Kurven haben, so wie hier auf dieser Anlage, und Sorana, bleibt mal bitte hier. So, aber was ist das Besondere? Ihr seht, durch die starren Kupplungen haben wir weniger Spiel. Und dadurch kann sie nicht ganz ran. Das heißt, die Puffer können sich nicht verhaken. Und was ganz entscheidend ist, weil das wusste ich auch nicht, es gibt ja auch von Brava diese Kupplung. Die sehen dann ein bisschen filigraner aus, sind aber in der Mitte auch dünner. Und wenn da zu viele Wagen vorne dran sind und die werden geschoben, haben mir zumindest die Jungs aus der Schweiz berichtet, dass die Brava-Kupplung dazu neigen, entweder zu verbiegen oder abzubrechen. Und dann ist natürlich damit nicht mehr Genüge getan. Jetzt haben wir hier ein bisschen rumgetüftelt und sie sollten auch gut einflößen. Ja, und was haben wir? Wir haben starre Kurzkupplung. Und dann auch noch zu einem schöneren Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Brava kosten, glaube ich, 10 Stück 13,50 UVP. Wir machen das hier 10 Stück und die sind wirklich stabil. Also guck mal, ich werde jetzt hier mal ein bisschen biegen. Dann könnt ihr das sehen, weil dadurch, dass wir in der Mitte auf den Schnickschnack verzichtet haben, wunderbar. Lassen sich natürlich in jeden NEM-Schacht einfügen. Ja, und bei uns kosten, wie gesagt, 10 Stück 9,99 €. Und ich verlinke euch das, wie alles natürlich, auch die Loks, die ich wieder vorgestellt habe, verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie schön das nämlich dann funktioniert, auch bei den S-Kurven. Und deswegen würde ich sagen, verfolgen wir mal jetzt unseren Güterzug geschoben über Falkenstein in den engen Radien und auch bei den S-Kurven. Da würde ich vorschlagen, das machen wir auch nochmal. Dann drehen wir auch die Lok in eine andere Richtung. Aber wir starten jetzt erstmal. Sorana hält drauf und ich fahre in die Richtung. Und dann gucken wir mal. So, ihr Lieben. Nach einer kurzen Umbauaktion, jetzt kommt natürlich das besondere Thema. Ich hatte es vorhin kurz einmal angezeigt, beziehungsweise wir haben es ja schon gezeigt. Einmal der Kurzkupplungstest. Ich habe jetzt aber mal den Lokwechsel gemacht, weil ich wollte euch ganz bewusst hier jetzt auch S-Kurven zeigen. Und deswegen, wir fahren mal Falkenstein tatsächlich dann im Bahnhof auch die von uns angedachte Güterstrecke auf dem Gleisplan. Sonst zeige ich euch das nochmal. Also, wir wollen jetzt, das ist ja hier das Güterumfahrgleis auf Falkenstein. Und das wollen wir jetzt auch benutzen und im Schiebebetrieb. Ganz, ganz wichtig, ne? Also deswegen, Sorana hält auch drauf. Ich habe jetzt, das ist im Moment heute so ein bisschen mein Favorite, ich habe mir jetzt die Stahllok geschnappt und dann werden wir das Ganze, Sorana dreht sich gleich, fängt hier die Position ein und dann wollen wir natürlich die S-Kurve machen. Ich sag mal, Film ab. Also schon mit entsprechender Geschwindigkeit das Ganze. So, jetzt wollen wir mal gucken. Also sie kommt schon geschoben, ist also schon im Schiebebetrieb auch durch die kompletten R1 und im Schattenbahnhof. Und jetzt kommt ja aber das Entscheidende. Da auch hier haben wir ja Radius 1. Und jetzt achtet mal, S-Kurve. Wunderbar. Und alles Safety. Ah, so soll es sein. Perfekt. Und sogar mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit rauschen wir jetzt mal durchs Güterumfahrgleis.
Und jetzt fährt sie ja, wie gesagt, in den Schattenbahnhof. Und auch da, ich komme mal zur Hauptkamera, damit ihr mich da besser seht. Also, jetzt fährt sie ja gerade schön durch den Schattenbahnhof. Und auch da natürlich über die S-Kurvenmöglichkeit. Sorana hat jetzt die Chance, das gleich da nochmal schön aufzunehmen. Und vielleicht so ein bisschen mal von oben, dass wir den schön den Zugverlauf sehen. Und dann kann ich euch das parallel dazu einblenden, dass wir das mal von oben sehen, wie sich das verhält. Gerade auch bei der S-Kurve, ne? Also das ist nun wirklich mit die gefährlichste Ecke geschoben. Wunderbar. Und perfekt. Dann würde ich sagen, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Sonst wäre das Video wieder doch zu lang, okay? Ach Leute, was soll ich sagen? Ja, da haben wir in der ganzen Hektik und weil Sorana und ich ja heute echt ein bisschen unter Strom standen und gesagt haben, okay, wir kriegen das alles hin. Jetzt schneide ich gerade das Video, bin am Ende und habe festgestellt, dass ich gar keinen Absager hatte. Also, das hole ich denn jetzt hier mit schnell im Studio nach, um das dann schnell noch ans Ende des Films zu packen. Leute, wie immer natürlich. Vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Ich muss mich jetzt echt sputen, weil es ist mittlerweile 15:54. Ich habe das Video fast fertig geschnitten, muss jetzt diesen kleinen Clip noch hinten dran setzen, um mich mal wieder für euch oder bei euch zu bedanken. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Und bleibt gesund, munter und sauber. Ich sage bye bye, tschüssikowski, wir sehen uns nächste Woche. Ach so. Und nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerade heute mal einen Daumen hoch, vor allen Dingen für unser Kamerakind Sorana, ohne die ich das Video denn hätte eigentlich gar nicht fertig bekommen. Also, in diesem Sinne, ciao, ciao, ihr Lieben,